Hallo zur neuen Folge von Run mit Jan. Es ist zwar richtig, richtig kalt aktuell, aber hilft ja nichts. Beim Laufen muss man auch mal einen sauren Apfel beißen. Was hingegen immer für Motivation sorgt, sind neue Schuhe. Deswegen gehe ich jetzt heute mal Schuhe testen und da nehme ich euch doch gleich mal mit und zeige euch mal, wie man am besten herausfindet, welches das richtige Modell für einen ist. Warum sollte man sich vor dem Laufen die Füße und das Gangbild analysieren lassen? Es gibt so viele verschiedene Lauftypen und wir versuchen hier den richtigen Schuh zu finden, dass vor allem auch der Läufer, die Läuferin schmerzfrei unterwegs ist. Ja. Was schaut man sich bei einer Analyse genau an? Wir schauen uns als allererstes den Fuß an, machen hier einen 3D-Fußscan. Um uns die Druckverteilung auf dem Fuß anzuschauen und gehen dann in dynamische Bewegungen auf dem Laufband und schauen uns das ganze Thema Pronation, Supination an. Kostet der Service bei euch was und ist man dann gezwungen, auch Schuhe zu kaufen? Nein, die Analyse ist vollkommen kostenlos. Man sollte sich nur ein bisschen Zeit mitnehmen und man ist auch nicht gezwungen, hinterher einen Schuh zu kaufen. Welche Typen von Schuhen gibt es eigentlich und was sind so die Begrifflichkeiten, die man als neuer Läufer kennen sollte? Ja, es gibt den klassischen Trainingsschuh mit viel Dämpfung. Wir haben aber auch Schuhe, die eher für Waldböden griffige Schuhe sind und auch natürlich, wenn die Wettkampfzeit kommt, sehr dynamische Schuhe, wo einfach der Vortrieb etwas mehr dabei ist. Nein, Begriffe braucht man eigentlich gar nicht kennen. Wir sind dafür da, dass wir die Fachbegriffe gut und verständlich erklären, von dem her Vorkenntnisse sind überhaupt gar keine vonnöten. Wie lange hält ein Laufschuh und wie merkt man, dass man dann ja den durchgelaufen ist und sich einen neuen kaufen soll? Herstellerangaben liegen hier zwischen 9 bis 1200 Laufkilometer und wirklich merken tut man es einfach, dass die Dämpfung oft hart wird oder der Schuh an sich einfach instabil wird. Im schlimmsten Falle meldet sich dann schon das Knie an und dann merkt man auf jeden Fall, jetzt ist Zeit für einen neuen. Aktuelle Trends und was ist so in diesem Jahr so ein bisschen der Schuh, an dem man nicht vorbei? Trend geht eigentlich wieder zu etwas höheren Sohlen, mehr Dämpfung, etwas flacher der Stand im Schuh, aber vor allem die hoch aufgespritzten Sohlen, die sind momentan ganz klar das Thema. Welcher Schuh eignet sich jetzt für einen kompletten Einsteiger vielleicht oder welche Modelle? Und was natürlich auch viele Leute interessiert, was muss man investieren für den ersten Lauf? Ein guter Schuh wäre zum Beispiel der Brooks Ghost. Wir haben hier gute Dämpfung für den Einsteiger, aber auch ganz wichtig ist die Stabilität. Preislage liegt eher bei 150, aber zum Start ist zwischen 130 und 160 € eine gute Preislage.